Einen wunderschönen, herzlich willkommen wieder einmal Tutorial Time. Heute habe ich mir überlegt, wir machen heute Gras häckseln mit Cosplay. Einfaches Ding, wir werden natürlich mit Autodrive abfahren. Muss ich natürlich alles nicht 10.000 Mal erklären, haben wir genug Videos drin, könnt ihr gerne bei mir auf dem Kanal gucken. Wir kümmern uns jetzt einfach darum, wir werden jetzt schwaden. Und bevor wir dann das Schwaden wieder fertig machen, machen wir uns damit gleich den Kurs für den Häcksler und hoffen, dass der ganze Kram so funktioniert. Und jetzt erstmal sehen wir zu, dass wir schwaden und dann machen wir weiter. Also heißt wieder mal rein in den Bock. Wir fahren mal ein bisschen in die Richtung, wo wir auch hin wollen. Und zwar auf das Feld wollen wir nun mal drauf. Und dann machen wir das so, wie wir es immer machen. Entferntaste, kein Kurs. Dann müssen wir uns erstmal das Feld, die Feldposition anlegen, Kursgenerator öffnen. 15 Meter ist der Schwader nun mal breit. Anzahl der Vorgewände, 2 Stück, sind 30 Meter, reicht aus. Wir starten auf den Bahnen. Im Uhrzeigersinn, wir machen 3% Überlappung hoch, runter. Wir machen das hier mal manuell, weil wir wollen ja die vernünftige Richtung haben. Das heißt für uns Richtungswinkel 0 Grad, also so lang. Das kann auch, das interessiert keinen Menschen. Und Feldkurs generieren. Wir speichern uns das ab unter 33. Speichern. Schwaden. Merken wir uns so. Fangen wir wieder dann nochmal von vorne an. Und zwar nochmal auf Schwaden. Wieder die Feldposition setzen. Kursgenerator. Alles bleibt so wie es ist. Nur dass wir diesmal auf dem Vorgewende starten. Nehmen wir uns so mit. Und Feldkurs generieren. Und rein theoretisch, wenn das jetzt alles gut klappt, müsste das der Kurs für den Feldhäcksler sein. Nehmen wir den mal so. Speichern wir mal ein. Häckseln ist mit drin. Wir löschen den Kurs gleich aus dem Fahrzeug und nehmen Schwaden, weil wir wollen ja nicht häckseln. Kurs laden und wie immer, ersten Wegpunkt. Wir fahren noch ein kleines Stückchen ran. Den Gefallen tun wir noch und lassen ihn fahren. So, das war der erste Teil. Jetzt bringen wir das mal schnell weg und dann kümmern wir uns mal um den Feldhäcksler. So, wie gesagt, ran an den Feldhäcksler und zwar Entferntaste, so wie immer. Dann auf keinen Kurs. Hier braucht man nichts einstellen, sondern wir gehen gleich auf Feld 33 und laden uns den Kurs häckseln, den wir eingestellt haben. Jetzt können wir das einmal ganz grob überprüfen. Kann sein, dass das hoffentlich so passt. Wir können ja einmal gucken. Einmal würde wohl eine Leertour fahren. Aber ansonsten sieht ganz gut aus. Gut, das heißt, wir stellen hier noch einmal auf ersten Wegpunkt, wo auch immer der sein soll, und dann lassen wir ihn schon mal losfahren. Dann mache ich jetzt die Abfahrer klar und hoffe, dass das funktioniert. Eine Einstellung müssen wir aber noch machen, und zwar müssen wir ihm sagen, dass wir uns hier auf Feld 33 befinden. Moment, da, die kommt noch mit rein. Das muss man rein, sonst findet er den anderen Kollegen nicht. Stellen wir uns nochmal die Abfahrer dazu ein, aber das ist nur nebenbei. Wir wollen den Feldhäcksler abfahren. Und zwar ist das doch Feld 33. Feld 33. Normalerweise müssen wir uns hier einen extra Ordner anlegen, aber das sind da das die einzigen beiden im Ordner sind, können wir die so lassen. Und stellen ihm halt hier bloß nochmal hin. Feldausfahrt ist ganz wichtig. Und zwar hinterm Start, hatte ich schon mal erklärt, sonst fahren die sich über den Haufen. Und rotierend entladen. Das kann eingestellt werden. Und dann schicke ich den schon mal los und stelle den anderen noch dazu ein. So, eine Einstellung werden wir jetzt noch am Häcksler vornehmen. Und zwar im Autodrive. Und zwar, dass er den zweiten Abfahrer rufen soll, wenn der andere über 60% ist. Und dann lassen wir das Ding jetzt einfach mal laufen. Ja, ich denke mal, es ist zu sehen, dass Häckseln an sich funktioniert. Die Abfahrer müsste ich natürlich noch einstellen, weil der Drohr viel zu weit um die Ecke geht, so wirft kein Häcksler. Darum ging es ja auch nicht. Es ging ja rein darum, wie wir es zeigen, dass er krass häckseln kann. Und eigentlich trifft er es auch ganz gut. Gut, Vorgewende ist eh immer klar. Und der Schwader war auch sehr, sehr schnell eingestellt. Ne? Zeitsparen und so. Aber an sich funktioniert das Prinzip. Wir schwaden, wir übernehmen den Kurs oder machen einen zweiten Kurs für den Häcksler. Und der Häcksler kann schön eben weg sein Gras auffuttern.
Es funktioniert, es macht, Abfahrungen müssen eingestellt werden, war schon immer so. Aber an sich ist es ein funktionierendes Prinzip. Das gleiche könnt ihr natürlich machen, wenn ihr die Ballen pressen wollt. Strohpressen habe ich schon mal gezeigt. Geht mit zwei Dreschern auch, zwei Häcksler. Bisschen selber gibt es selten auf einem Feld. Abfahrer, gut, die könnte man könnte es mit Sicherheit schneller fahren im Multiplayer, auch keine Frage. Aber wenn man alleine spielt, im Singleplayer, so wie ich, kann ich damit super leben. Also, wenn ihr nochmal irgendwas anderes sehen wollt, weil langsam fällt mir nämlich auch nicht viel mehr ein, was man noch so zeigen kann, was Cosplay und Autodrive betrifft. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn ihr da Wünsche habt, wenn ich irgendwas schlecht erklärt habe und mal besser erklären soll, schreibt in die Kommentare, haut mich an, ich werde darauf antworten. Zeitnah, ich versuch's zumindest. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.